er käme von Nürnberg her, spreche kein Wort. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her, begafften ihn dort. Die einen rauten, das ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier, dass er sich zum Teufel schert, so jagt ihn doch fort, so jagt ihn doch fort. Sein Haar in Strähne und Wirre, sein Gang war gebeugt. Kein Zweifel, dieser Irre war vom Teufel gezeugt. Der Pfarrer reicht ihm einen Krug, voll Milch er sog in einem Zug. Er trinkt nicht vom Geschirre, den hat die Wölfin gesäugt. Den hat die Wölfin gesäugt. Mein Vater, der in unserem Orte der Schulmeister war, trat auf ihn zu, trotz böser Worte rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig und der Stumme öffnete den Mund, stammelte die Worte, heiße Kasper, heiße Kasper. Mein Vater brachte ihn nach Haus, heiße Kasper. Meine Mutter wusch seine Kleidung aus, schnitt ihm das Haar. Sprechen lernte mein Vater ihn, lesen, schreiben und es schien, das, was man in ihm lehrte, sog er in sich auf, wie gierig er war, wie gierig er war. Zur Schule gehörte derzeit noch das Uettinger Feld. Kasper und ich, wir pflügten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten und pflegten jeden Keim, wir brachten im Herbst die Ernte ein, von den Leuten vermaledeit, von deren Hunden verbellt, von deren Hunden verbellt. Ein Wintertag, der Schnee lag frisch, es war Januar. Meine Mutter rief uns, komm zu Tisch, das Essen ist gar. Mein Vater sagte, Appetit, ich wartete auf Kaspers Schritt. Mein Vater fragte mürrisch, wo bleibt Kasper? Wo bleibt Kasper? Wir suchten und wir fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld. Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll, aufgerissen, sein Hemd war blutig und zerschlissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Uettinger Feld, dort am Uettinger Feld. Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Gott nehm ihn hin, in seiner Gnad, sagte der Herr Vikar. Das Uettinger Feld liegt schon lange brach, nur manchmal bellen mir die Hunde nach. Dann streu ich ein paar Blumen auf das Grab für Kasper. Für Kasper. Dankeschön.